Mathe, liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Mehlhaus. Ich bin der René. Ich zeige euch heute, wie man bei einem Porsche 996 oder auch andere Modelle die Batterie findet, beziehungsweise auch den Kofferraumdeckel hier vorne öffnet, wenn die Batterie leer ist. Gehen wir nun zum Innenraum. Wenn wir jetzt die Tür geöffnet haben, ab Facelift von den 911ern oder den neueren Porsche Generationen haben wir Taster zum Heckklappe öffnen oder die Kofferraumdeckel vorne öffnen. Die Taster funktioniert natürlich nur, wenn Spannung anliegt und die Batterie nicht tot ist. Wenn die Batterie tot ist oder entladen ist, haben wir hier im Fußraum einen Deckel. Den können wir abziehen. Haben wir neben dem Taster zum Heckspoiler ansteuern einen roten Schnippeldillus. Den können wir rausziehen. Hier können wir dann mit einem Überbrückungskabel, mit dem roten Pluskabel ansetzen und Masse holen wir uns von hier. Und damit können wir dann den Kofferraumdeckel öffnen. Wenn jetzt die Batterie komplett entladen ist, müssen wir die tauschen. Die Batterien sind bei Porsche immer vorne, beim 911 ist das meiste Gewicht hinten, deswegen gleichen die das mit der Batterie vorne, die 20 Kilo wiegt, aus. Deswegen hockt die hier unter dem Deckel, hier haben wir diese Plastikmuttern, Schrauben. Einmal kurz aufdrehen nach links, bis er sich nach oben ziehen lässt. Einmal hier. Und einmal da. Dann haben wir hier unsere Batterie. Hier können wir mit einer 10er Nuss Masse abklemmen und hier unten haben wir dann noch eine Halterung mit einer 13er Schraube. Die können wir dann lösen, um die Batterie dann komplett rausnehmen zu können. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Servusle und Ade.